Guten Abend und herzlich willkommen. Wir senden hier aus der Veranstaltungshalle der Rheinhessen-Fachklinik und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, auch im Namen der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. Neben mir steht Herr Frank Müller. Herr Frank Müller ist Pflegedirektor der Rheinhessen-Fachklinik und wir sind hier Gast. Herr Müller, Ihr Wort, wir wollten ja heute an sich eine Filmpremiere machen. Leider ist der Saal jetzt nicht gefüllt. Sie wissen bestimmt, warum. Ja, lieber Herr Funstein, vielen Dank für Ihre einführenden Worte, meine sehr verehrten Damen und Herren, die heute hier nach Alzey gekommen sind. Und wie Sie schon gesagt haben, lieber Herr Funstein, leider viel zu wenige, als wir ursprünglich geplant haben. Denn was wir vorhaben heute Abend bei dieser Filmpremiere, ist ja in einem ganz historischen Ort dieser Klinik, die schon weit über 100 Jahre alt ist und zum Teil des Landeskrankenhauses gehört, der Anstalt öffentlichen Rechts, größter Anbieter für Psychiatrie in Rheinland-Pfalz ist, mit über 4.500 Beschäftigten. Denn wir befinden uns heute hier im ehemaligen Kino dieser Klinik, die ja wie ein kleines Dorf sich darstellt, und eben hier in diesen Räumlichkeiten sind früher Filmaufführungen durchgeführt worden für Patienten, für Mitarbeiter, und wir hätten so gerne heute unter Anwesenheit der Gäste und der Bewohner unserer Wohnpflegegemeinschaft an der Gänsewiese und des Landrates und des Bürgermeisters eine Präsenzveranstaltung durchgeführt und hätten uns gefreut, Popcorn anbieten zu können und alles, was so zu einem Filmabend dazugehört, zu einer tollen Filmpremiere. Sie hatten vorhin schon den roten Teppich vermisst. Wir durften auch gar keine Autogramme geben, weil niemand da ist, der die haben möchte. Aber insofern gesehen haben wir heute ein Format gewählt, was eben unter Corona-Bedingungen auch richtig ist und vernünftig. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und wir werden heute Abend trotzdem eine tolle Filmpremiere haben und mit Ihnen gemeinsam, die Sie sich zuschalten, bestimmt auch dieses Event hier bei uns in dieser Form genießen. Wunderbar. Herzlichen Dank. Wie gesagt, Filmpremiere. Ich darf überleiten, Filmpremiere heißt natürlich, Sie werden den Film sehen. Wir haben von Staatsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler ein Grußwort zur Verfügung gestellt. Sie ist natürlich heute auch nicht da, bedauert es, wie wir alle. Ich würde sagen, Herr Kaiser, Film ab. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Online-Filmpremiere des Dokumentarfilms »Du gehörst zu uns«. Mit diesem Film zeigen wir das Porträt eines Lebens in der Wohnpflegegemeinschaft an der Gänsewiese der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey. Und ich will direkt zu Beginn allen Beteiligten ein ganz herzliches Dankeschön sagen, ohne die dieser Film nicht möglich gewesen wäre. Natürlich geht das Dankeschön an die Rheinhessen-Fachklinik, das Dankeschön geht an die Landeszentrale für Gesundheitsförderung, aber natürlich auch an den Regisseur und ganz besonders natürlich an die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller, nämlich an die Bewohner der Wohnpflegegemeinschaft an der Gänsewiese. Mit dem Film wollen wir zeigen, was ist eigentlich eine Wohnpflegegemeinschaft? Wie funktioniert denn dort das Zusammenleben? Und der Film soll auch einen Blick geben in den Alltag, in die Besonderheit von Gemeinschaft, aber auch Individualität. Der Film will uns mit auf die Reise nehmen, um auch die Wohnkonzepte besser nochmal darzustellen, die sich in der Kombination ergeben aus Architektur und sozialer Teilhabe. Und diese Wohnkonzepte, meine Damen und Herren, sind für eine älter werdende Gesellschaft das Modell schlechthin. Hier arbeitet Pflege, Vermieter, Bewohnerinnen und Bewohner und die Angehörigen eng miteinander verzahnt zusammen. Und das ist auch der Grund, warum sich viele Kommunen für die Wohnpflegegemeinschaften interessieren, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger sind sehr interessiert an diesem Ansatz. Allerdings stellen sich für viele auch auf dem Weg der Umsetzung dann doch große Herausforderungen und Hürden. Der Film zeigt, wie es gelingen kann, eine Wohnpflegegemeinschaft umzusetzen, und vor allen Dingen soll der Film zeigen, dass es sich lohnt, hier zu investieren, seine Kraft und sein Engagement. Das Land fördert diese Art der Wohnformen,
der neuen Wohnformen, der Wohnpflegegemeinschaften. Und auch dies wird, glaube ich, im Film nochmal deutlich, warum wir dies tun. Ich hoffe, dass der Film einem breiten Publikum zugänglich wird, natürlich Bewohnerinnen und Bewohnern, natürlich auch Angehörigen und den ganzen beteiligten Akteuren. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dieser Film auch ein breites Publikum finden wird im Bereich der Schulen, der Hochschulen, die sich mit der Thematik einer älter werdenden Gesellschaft auseinandersetzen. Ich glaube, mit dem Film kann sich jeder ein gutes Bild von Wohnpflegegemeinschaften und neuen Wohnformen im Alter machen. Ich sage ganz herzlichen Dank dafür und jetzt heißt es Film ab! Wir sind hier bei der Wohnpflegegemeinschaft an der Gänsewiese hier in Alzey. Mein Name ist Bettina Koch und ich lade Sie herzlich ein, mit mir gemeinsam die Wohngemeinschaft kennenzulernen. Oh, bin ich die Erste? Sie sind die Erste heute Morgen. Ja. Genau. Frau Schneider. So, da sind sie, gell? Haben sie gut geschlafen? Ja, ja. Ja, prima. Wollen Sie einen Kaffee? Ja, einen Kaffee. Ich würde auch sagen. So. Guten Morgen, Frau Bolz. Unser Geburtstagskind. Sie haben so eine schöne Kure, gell? Ja, schön. Ich gratuliere Ihnen auch recht herzlich. Gucken Sie mal, die Anna ist auch da. Gell? Guten Morgen. Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Dank. Mit meinen kalten Händen. Ne? Ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Ja. Der frühe Vogel fängt den Wurm, Frau Winkler. Ja, so, so sieht's aus. Ne? Sie sehen aber auch gut aus. Oh ja. Genau. Sie wenn auch. Wir, Sie beide, wenn gell? Alter bedingt. Jetzt sind wir alte Schachtel. Ach was. Ist schön hier. Ne? Ja. Das wurde mir auch empfohlen. Ja? Ja. Die Pflegekraft und die Betreuungskraft bereiten das Frühstück vor und dann warten wir noch, bis die restlichen Bewohner da sind und dann wird hier gemeinsam gefrühstückt. Aber warum soll unser gedeckte Tisch? Man muss aus allem das Beste machen, sage ich immer. Genau, so ist es. So, Päckchen Kaffee, Frau Binde. Ach, gerne. Geburtstagskuchen, Frau Binde. Wer hat einen Geburtstag? Da, Frau Bolz neben Ihnen. Mein herzlicher Glückwunsch und alles Gute und ja, Liebe wünsche ich dir vor allem die Gesundheit. Ja, danke schön. Ja, genau, ja, wir müssen noch kurz. Stellen Sie frisch in die Tür. Was in Europa sogar? Ja, ja. Die Bewohner sind jetzt alle hier zum Frühstück hier angekommen. Jetzt beginnen wir langsam gemeinsam den Tag. Ja? Es ist hier kein klassisches stationäres Alten- und Pflegeheim. Es ist eine ambulante Wohnpflegegemeinschaft, die halt auch vom rechtlichen Konstrukt halt auch einiges an Selbstbestimmung und Wahlfreiheit bietet. Und das muss man auch erstmal erklären. Und es ist ein Zusammenspiel von vielen, vom ambulanten Pflegedienst, Angehörige, wir haben auch ehrenamtliche Mitarbeiter. Und ganz oben drüber als Überschrift über der ambulanten Pflegegemeinschaft steht immer das Thema Selbstbestimmung und Wahlfreiheit. Ja, was soll ich jetzt schon oben? Ich gehe halb, dreiviertel acht hoch und dann mache ich mir das Fernsehen oben an.
Also wir geben nicht vor, sondern die Bewohner, die Angehörigen geben vor, was hier in der Wohngemeinschaft passiert. Wir haben regelmäßige Angehörigentreffen. Alle Vierteljahr einen Abend, Probleme ansprechen, Fragen haben. Die wir durchdiskutieren, wo wir auch zu Entscheidungen kommen. Diese Entscheidungen kommunizieren wir mit der Frau Koch. Und dann haben wir, wie gesagt, auch die Möglichkeit, uns einzubringen, weil wir festgestellt haben, es ist eigentlich dringend nötig, anwesend zu sein, weil ganz viele Dinge, die meine Mutter betreffen, da auch angesprochen und besprochen werden. Und da muss man einfach mit dabei sein, da muss man am Ball sein und da muss man also halt auch sich einbringen. Dann in Abläufe und in Vorschläge, was noch alles gemacht werden kann. Sehen, was gut ankommt bei unseren Angehörigen, was wir uns vorstellen könnten, so in Absprache, Ideen für Ausflüge. Und das stimmen wir ab und da haben wir schon Einfluss. Ja. Also da kommen wir. Genau, ziehen wir mal los. Die Schwester vom Herrn Bernsdorf, Frau Eckert, die bringt sich hier auch ein und bietet hier regelmäßig eine Gymnastikrunde an. Beate. Komm mal die Finger raus. Kannst du nicht so machen. Geht der weiter? Frauenname? Klaus. Frauenname? Ach, Frauenname. Hugo. Frauen. Black. Magdalena. Ich möchte mit meinen Übungen, die ich mit den Bewohnern der WG mache, erreichen, dass sie mobil bleiben, dass die Kräftigung noch ein bisschen erhalten bleibt, damit sie noch selbst fähig sind, Wasser einzuschenken, selbst zu essen, soweit das möglich ist, aber auch einfach Spaß am der Gymnastik vermitteln. Manchmal sind sie nicht so gut drauf und dann machen wir das mehr spielerisch. So, jetzt. Aber es muss immer zum Schluss ein Spiel mit Ball oder Luftballon folgen. Das machen die Bewohner unheimlich gerne. Bevor ein neuer Bewohner einzieht, befragen wir erstmal die Angehörigen und auch den Bewohner natürlich selbst. Wie hat er denn bisher seinen Tag verbracht? Was ist ihm wichtig? Welche Rituale sind wichtig? Schläft er gern morgens lang oder wie ist das abends? Geht er gern früh ins Bett oder gerne erst später? Und dann bei Einzug natürlich kann der Bewohner das auch so leben. Das ist hier ja die Möglichkeit, dass er hier so leben kann, wie er es gewohnt ist. Herr Fleck kennt sich auch sehr gut in Alzey noch aus. Also örtlich ist es für ihn gar kein Problem, sich zu orientieren. Und Frau Gautschi ist quasi so diejenige, die zu Hause alles regelt und örtlich sich so auf ihn verlässt. Und sie ergänzen sich in den Fällen sehr, sehr gut. Wir sind 24 Stunden vor Ort, wobei die Betreuungskräfte den Hauptanteil leisten, die die 24-Stunden-Pflege sicherstellen. Die Pflegekräfte kommen morgens und abends jeweils 4 Stunden in die WG und die Reinigungskräfte und Hauswirtschaftskräfte sind auch 4 Stunden vor Ort. Also wir haben damals einen groben Tagesablauf geplant und haben uns so ein bisschen vorgestellt, wie wird es laufen, wenn das mit Leben gefüllt wird. Und es ist nicht so geblieben, wie wir es damals gedacht haben. Man kriegt ein Gefühl dafür, was die Leute brauchen oder wann, wie ihr Rhythmus sich gestaltet. Also unsere ersten Bewohner stehen in der Regel gegen 6.30 Uhr auf. Man muss sagen, hier gibt es ja keine festen Essenszeiten. Wir sagen zwar, das Frühstück beginnt dann um 6.30 Uhr, aber es gibt natürlich auch Tage, da geht das Frühstück bis um 11 und dann steht schon fast das Mittagessen wieder auf dem Tisch. Aber auch das ist nicht immer alles so planbar. Und der Letzte geht in der Regel so gegen 23 Uhr ins Bett. Uns ist gut, gilt ja gerade ebenso. Für die Fachkräfte, für die Betreuungskräfte, für die Bewohner, für die Angehörigen war das ein Lernprozess, in dem wir uns wieder, immer wieder neu finden mussten bis zu dem Punkt, wo wir heute stehen. Und wir lernen da auch stetig neu dazu. Und das ist ja auch das Schöne hier an dieser Gemeinschaft, dass da keine
Starrheit drin ist. Das ist ein lebendes System, das sich ständig verändert und das ineinander greift. Und das macht dann die Lebendigkeit dieser Gemeinschaft aus. Jawohl. Einfach free? Ja, gut. So, wunderbar. Was soll ich kochen? Frikadellen. Ja, ne? Geht immer. Frikadelle geht immer. Und Gemüse dazu und ein paar Kartoffeln. Genau, so, so wie heute. Ja, die ist in Ordnung. Die Frau Höll hat sie geschält. Habe ich nicht richtig durchgemengt. Nein. Dann kneten sie es noch einmal. Ja, ich glaube es eben. Gerade so drüber ziehen, genau. Ich nehme es. Super, dann vielen Dank, Frau Winter. Frau Fei? Frau Höll? So kleines und dann? Klar, natürlich. Guten Appetit. Und hier die Mitarbeiter, die hier vor Ort sind, äußern auch immer, wie schön sie die Arbeit hier finden und das Miteinander hier sehr schön ist und dass man eine hohe, so ein positives Feedback auch von Bewohnern und Mitarbeitern und Angehörigen auch bekommt und dass dieses Arbeiten hier sich im Wesentlichen unterscheidet zu anderen Einrichtungen, weil man hier wirklich das Individuelle im Blick hat. Vielen Dank. So, dann beginnen wir mal mit der Zeitungsrunde. Und zwar, Felder werden immer häufiger zu Hundeklos eine Gefahr für die Gesundheit. Finde ich nicht gut. Ja. Wie finden Sie das, Frau Winkler? Ja, ich bin einer Meinung mit ihr. Das ist ja auch dann die Gefährdung der Gesundheit, oder Frau Höll? Ja, ja. Genau, weil man will ja auch nicht, dass in seinem Garten ein Hund seinen Kot hinterlässt. Inwiefern wundert Sie das? Weil die immer so oben drin sind. Genau, normal sagt man immer, die sind immer oben dabei. Ja, ich dachte, die wären da immer. Man hat hier Zeit für den Bewohner. Man hat hier Zeit für die Angehörigen. Und das kommt allen zugute. Was dann auch die Lebensqualität ausmacht für die Bewohner, aber auch hier fürs Personal. Es ist alles ein Miteinander. Wir sind ein Team und es gibt keinerlei Hierarchien. Wenn ich morgens zu meinem Dienst komme, unterstütze ich auch. Ich gehe auch mit in die Pflege und versorge den ein oder anderen Bewohner. Genauso wie ich auch mal die Betreuung übernehme, indem ich sage, ich spiele eine Runde, Mensch, ärgere dich nicht. Ich lese eine Geschichte vor. Oder ich tue beim Abendessen den Tischdecken helfen. Also es ist ein buntes Miteinander. Und das schätze ich sehr. Und ich denke auch die Angehörigen. Genau. Ja. Sie können es auch auf den Rollator drauflegen. Da rollt er nachher runter. Auch wieder wahr. Gibt es Macken und Ecken und Kanten im Apfel? Überall. Überall, was man anfasst. Aber wenn Sie den nicht mit hochnehmen möchten, ich kann ihn gleich hochbringen. Ja, macht es Ihnen nichts aus. Nein. Da habe ich immer ein bisschen Angst mit. Mache ich für Sie. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Gerne. Gell? Gute Nacht, danke schön. Gute Nacht, schlafen Sie gut. Ja, Sie klopfen ja gerade an und ich hole mir den vor der Tür raus, gell, wenn Sie mit rein wollen. Ja. Nehmen Sie Ihren Rollator mit, Frau. Nee, nein, ich mache das. Haben wir schon alles geklärt. Okay. Sie ist so lieb und bringt mir bis nach oben. Okay, gut. Habe ich ein bisschen Angst. Ah ja, okay. Tschüss, gute Nacht. Gute Nacht, schlafen Sie gut. Gut. Danke, Sie auch. Danke. Ja, Betreuung fängt morgens an mit der Pflege, dann Hilfestellungen leisten bei der Pflege, beim Ankleiden, zum Frühstück begleiten, Frühstück helfen, anleiten, wie sie es zubereiten müssen. Ja, das ist schon. Ja, und dann mittags das Mittagessen, wird hier auch frisch gekocht von der Hauswirtschafterin. Wir helfen dann beim Ausgeben und die Bewohner helfen auch, den Tisch zu decken, abzuräumen. Also das machen sie schon eigenständig. Dankeschön. Soll ich das haben? Ja, gerne. Ja, ich mache Ihnen einen Eimer fertig. Ja. Okay.
Vorsicht. Ach so. Weil wenn die Frau Eschenbach-Kissel zu uns kommt, dann können wir uns auch um andere Dinge kümmern oder mal eine Einzelbetreuung machen. Sie kümmert sich dann um die ganz anderen Bewohner. Also es ist schon top. Alleine zu kämpfen ist nicht, es muss schon im Team laufen, also mit Absprache. Ich bin jetzt seit über einem Jahr nicht mehr berufstätig, freiwillig nicht mehr berufstätig. Und habe mir dann gedacht, naja, ich brauche ja irgendeine sinnvolle Tätigkeit. Und habe mir wenigstens für einen Teil meiner Freizeit gedacht, da kann ich mich ja vielleicht engagieren in einem Projekt, das, von dem ich meine, dass es Sinn macht. Ich komme hier einmal die Woche am Nachmittag und dann gehen wir vorwiegend spazieren mit den Damen und Herren oder wir können auch Mensch, ärgere dich nicht spielen oder wir machen Kreuzworträtsel oder wir spielen Uno, ist das Neueste, was jetzt hier so gelegentlich mal zum Tragen kommt. Und mir macht das Spaß. Und ich denke, es macht auch den Damen und Herren hier Spaß. Für mich ist ehrenamtliches Engagement sinnvoll, stiftet Sinn für mich und vielleicht kann ich dem Team damit auch ein kleines bisschen unter die Arme greifen. Das ist meine Motivation. Das ist mein Zuhause. Ja, doch, das ist schön, gell? Schönes, bequemes Bett. So, bitteschön. Lassen Sie es schmecken. Ja, das Haus war uns. Also eben, da ist mein Mann verstorben. Also hatte mein Mann meine Kinder. Ich habe einen Sohn und noch zwei Töchter. Da haben wir da gewohnt. Also ich bin selbst Arzt und wir wohnen also bei Frankfurt. Ich habe die medizinische Situation von meiner Mutter im Grunde eigentlich betreut. Als ich dann gemerkt habe, wenn ich mit ihr telefoniert habe, hast du deine Tabletten genommen, dann hat sie manchmal mehr genommen, manchmal weniger. Und das war einfach nicht mehr steuerbar aus der Distanz. Wenn wir gekommen sind, dann saß sie alleine im Wohnzimmer, hat geweint und war eigentlich immer traurig und hat eigentlich ein bisschen Ansprache vermisst oder ihrem Haus trauert sie natürlich immer noch nach. Also da hat sie zeitlebens hat sie da gewohnt, war nie irgendwo anders und das ist natürlich, wenn Menschen in dem Alter ist, ist natürlich schon prägend. Also das kann man nicht wegdiskutieren. Ach ja, sorry. So ein bisschen. Ah ja, ich habe das mit meinem Mann so lange gelebt. Ne? Mann. Ich wollte in Alzey bleiben. Da kann ich doch mit das nochmal durch die Stadt gehen. Dann hab doch nochmal ein bisschen. Im Grunde können wir ihr eigentlich das, was sie vermisst, nämlich ihr altes Leben, das können wir ihr leider nicht mehr zurückgeben. Wir versuchen, sie auf eine neue Lebensphase einzustellen und sie zu unterstützen und zu motivieren, das, was hier also an positiven Dingen geboten wird, anzunehmen, zu akzeptieren, mitzumachen und auch mitzugestalten. Und so, guten Morgen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier zur Singrunde. Schön, dass so viele gekommen sind. Ne? Ich gehe mal rum, ich begrüße alle. Ne? Ja. Guten Morgen. Suchen Sie schon schöne Lieder aus. Jawohl, ne? Ja, danke schön. Man darf auch Wünsche äußern. Ne? Ja. So. Morgen. Morgen. Schön, dass Sie da sind. Ne? Ja.
Wir haben auch noch nicht, ne? Guten Morgen, ne? So, haben alle Lied Nummer 1. Danke für diesen guten Morgen. Das ist ja mal das erste Lied, was wir hier singen, ne? Ein Danklied zum Beginn. Danke für diesen guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Danke für meine Arbeitsstelle. Danke für jedes kleine Glück. Danke für alles frohe Helle und für die Musik. Danke für manche Traurigkeiten. Danke für jedes gute Wort. Danke, dass deine Hand mich leitet, hilft an jedem Ort. Und ich glaube, die Herausforderung ist eben, dass wir diesen Lebensaspekt erkrankt an Alzheimer, was durchaus eine Phase von mehreren Jahren, manchmal sogar Jahrzehnten umfassen kann, dass wir das stärker in das Bewusstsein unserer Bevölkerung bringen und dass wir, Herr Klien nennt das, geteilte Verantwortung praktizieren, dass ich meinen Anteil an der Unterstützung leiste, von anderen aber unterstützt werde. Und das ist mit der bisherigen Infrastruktur, die wir haben, also entweder familiäre Versorgung innerhalb der Familie oder stationäre Versorgung in Vollversorgung in einem Pflegeheim, eben nicht gegeben. Wir brauchen da neue Formen, zum Beispiel diese Möglichkeiten der Teilhabe und der Unterstützung besser mischen. Und ich glaube, diese Einrichtung hier oder die WGs, die bieten dafür eine Möglichkeit, sowohl das eigene Engagement zu zeigen, aber auch den bürgerschaftlich Engagierten, zum Beispiel in einem Dorf, zu zeigen, wir können das gemeinsam, können wir diese Herausforderung lösen und ohne, dass der Einzelne dabei überfordert wird. Hallo, Frau Winkler. Hallo. Gucken Sie mal, wir haben Futter für die Hühner. Kommen Sie mal zu mir. Gucken Sie mal, da können Sie ein bisschen Brot den Hühnern geben. Ja, ja, ich hatte jetzt schon was abgeräumt. Ja. Achtung, jetzt kommen die anderen gleich. Guck, 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 guck. Die sind flink, ne? Ja, ja. Komm. Also ich denke mir, bis heute Mittag hält das. Unsere Mutter war auch an Demenz erkrankt. Und dann ist jetzt mein Bruder, Manfred Bernsdorf, 71 Jahre alt, an Demenz erkrankt. Er ist seit 2005 Witwer, hat alleine gelebt. Und wir haben erfahren, dass in Alzey sowas entstehen soll, so eine Wohnpflegegemeinschaft. Und für uns war eigentlich klar, als das Modell vorgestellt wurde, dass wir ihn hier anmelden. Also mein Bruder hat nicht selbst entschieden, dass er hierher kommt. Ich habe auch einen großen Fehler gemacht und habe ihm erzählt, er geht hierher in Urlaub. Es war auch nicht gut, ich würde es nicht mehr machen. Ich würde ehrlich zu ihm sein und würde ihm sagen, dass er jetzt hier wohnt. Habe damit leider zu lange gewartet und am Anfang Riesenschwierigkeiten gehabt, dass er immer mit nach Hause wollte und gar nicht richtig angekommen war hier. Ich hatte am Anfang ganz schlimm ein schlechtes Gewissen, ob das jetzt richtig war, was wir gemacht haben, und muss aber im Nachhinein sagen, das darf man nicht haben und ich habe es nicht mehr. Ich hatte es lange, bin froh, dass er hier ist und kann beruhigt, wenn ich hier war, nach Hause fahren, weiß, dass er gut untergebracht ist. Also beispielhaft für viele Angehörige ist wirklich dieses massive Schuldgefühl, dass ich zu Hause die Pflege und Betreuung nicht mehr stemmen kann. Ich habe meiner Mutter, der mein Vater, immer versprochen, dass er nie in ein Heim muss, dass er immer zu Hause bleiben kann, dass wir zu Hause alles regeln. Und jetzt sind wir an die Grenze gestoßen, wo das nicht mehr funktioniert. Und das ist eine große Belastung, eine große emotionale Belastung. Und da habe ich auch viele Angehörigen, die erst mal bei mir mit Tränen am Tisch sitzen. Vom Gefühl her war das doch schon ein schwerer Schritt. Vom Verstand her ist alles in Ordnung. Nur das Gefühl, ich weiß an dem Tag, als ich
oder als wir dann mit meiner Mutter hierher gekommen sind und haben sie dann hier gelassen und wir sind ja dann alle wieder nach Hause gefahren und das ist auch ein bisschen weiter weg. Ich habe dann unterwegs im Auto schon ein paar Tränen verdrückt und das hat mich auch lange beschäftigt. Für mich hat sich immer die Frage gestellt, habe ich das Recht dazu? Ich weiß, sie will in ihrem Haus verbleiben, aber ich schaffe das nicht, ihr dort die Umgebung zu schaffen, dass sie noch alleine selbstbestimmt leben kann dort. Und ja, und dann auch so dieses eigene emotional total überfordert sein. Dieses Eingeständnis, ich schaffe das zu Hause nicht mehr. Ich kann es nicht mehr alleine stemmen, es ist mir zu viel. Ja? Und über diese Hürde versuche ich auch hinwegzuhelfen und auch die Angehörigen da zu stärken und zu begleiten. Es ist ja nicht einfach so, ich ziehe jetzt von A nach B, sondern da findet ein Ortswechsel statt, da findet was in meinem Leben statt. Mein Leben organisiert sich neu für die Bewohner, als auch für die Tochter, für den Sohn. Und da hat man ja auch eine Rollenumkehr. Ne? Dass es eine Situation ist, wo man als Angehöriger über das Leben von einer anderen Person definitiv und unwiderruflich entscheidet. Und ich glaube, der Punkt, den gibt es eigentlich wahrscheinlich nur einmal im Leben. Nämlich dann, wenn es die Frage ansteht, wo kommt die Mutter oder der Angehörige, wo verbringt das Alter? Und das entscheiden eigentlich letztendlich tatsächlich die Angehörigen. Und das ist eigentlich das erste Mal im Leben, wo man für seine Mutter oder für seinen Vater irgendeine endgültige, unwiderrufliche Entscheidung getroffen hat. Und ich glaube, das fällt schwer. Umkehr, ne? Also ich entscheide für meine Mutter, für meinen Vater, wo er in Zukunft lebt und wie er lebt. Und damit muss man ja auch erstmal klarkommen und da stehen wir auch begleitend zur Seite. Und am Ende steht ja Lebensqualität für alle, für Angehörige und Bewohner. So. Ich als Angehörige auch immer, wenn ich hierher komme, dass ich das Gefühl habe, es ist ja ganz familiär und es ist immer so eine Offenheit auch in der Kommunikation. Und ich habe immer das Gefühl, dass auch die Absprachen innerhalb des Teams total gut funktionieren. Also ich kann nachmittags die Betreuerin fragen, was am Vormittag war. Ich weiß, die Übergabe hat stattgefunden. Also ich erfahre da alles und auf ganz kurzem Weg einfach. Also in jungen Jahren war das ja ein attraktiver Mann, ne? Ja. Da wäre ich mit dem auch mal Kaffee trinken gegangen. Die Lebensqualität ist um einiges höher. Ich denke sowohl für die Bewohner als auch für mich als Angehörige, wenn ich hierher komme. Also ich muss sagen, ich schätze das unheimlich, dass es hier so eine Offenheit ist. Also man kennt ja mit der Zeit nicht nur die eigene Mutter, sondern auch die anderen. Man hat auch da so eine gewisse Beziehung aufgebaut. Ja, das ist einfach nett, zu Besuch zu kommen, reinzuschauen. Ich mache das ganz gerne auch einfach so spontan, wenn ich in die Stadt fahre. Man hat es am Anfang gehofft, dass es so in etwa wird, konnte sich das aber noch nicht so genau vorstellen. Das hat man einfach dann im Laufe der Zeit hat sich das so entwickelt. Und es ist klar, es gab immer mal Rückfragen, auch mal Schwierigkeiten. Es hat nicht alles gleich so funktioniert. Aber man musste ja auch lernen und erfahren. Und es ist einfach besser geworden, als ich gedacht habe. Mit solchen Angeboten, mit hohen Pflegegemeinschaften, können wir dieser Krankheit oder auch dieser Lebensherausforderung, dem Risiko der Demenz, besser begegnen. Und wir können diesem Alltag auch etwas Positives abgewinnen. Bisher ist es immer so, dass es sehr stark mit Angst besetzt ist, dass es einem selber passiert oder dass man in eine solche Situation kommt. Und die Botschaft, du gehörst zu uns, ist, glaube ich, eine gute Botschaft, die uns auch in die Zukunft bringt. Love.
lachen und scherzen und denken dabei. Die Gedanken sind frei und sperrt man nicht ein im finsteren Gange, was alles seht drei. Ich habe dazu einige Gäste eingeladen. Herrn Frank Müller kennen Sie schon vom Beginn. Auf meiner Linken ist noch Frau Pfannenbichler und Frau Pfannenbecker, Entschuldigung, Frau Pfannenbecker und Frau Sauerwein. Frau Sauerwein, Sie sind Angehörigensprecherin in der WG, die wir gerade gesehen haben. Und beide Damen sind ja in diesem Film auch vorgekommen. Wir hätten noch einen weiteren Gesprächspartnerin gehabt, Frau Koch, die Sie in diesem Film auch gesehen haben, wäre noch zu uns gestoßen. Leider ist sie in Quarantäne. Sie lässt sich entschuldigen, aber da sie ja nicht erkrankt ist, sondern nur in Quarantäne, ist sie unserem Chat beigefügt. Sie wird Fragen, sofern Sie Fragen haben, direkt im Chat beantworten. Das bringt mich dazu, dass ich Ihnen natürlich auch noch mal einen kleinen technischen Hinweis geben kann. Wir senden live in YouTube und Sie haben, sofern Sie angemeldet sind, bei YouTube die Möglichkeit, am Chat teilzunehmen. Wir werden nachher Ihre Fragen, sofern sie eingehen, auch noch gerne aufnehmen. Doch nun zu dem, was wir gesehen haben und zu dem Film. Frau Sauerwein, Sie haben in dem Film gesagt, wir treffen uns alle 3 Monate und überlegen da, was so alles Neues zu tun ist. Ich habe erfahren, dass die Treffen in 3 Monaten eigentlich viel zu wenig waren und dass Sie inzwischen ja schon deutlich engagierter sind und sich auch öfters treffen und auch viele Aufgaben übernommen haben. Was sind das denn für Aufgaben? Ja, das ist richtig. Die Treffen haben sich bedingt durch die Zeit sehr viel mehr gehäuft. Wir müssen schauen, wenn wir unsere Angehörigen nicht besuchen dürfen, dass wir etwas organisieren, dass wir ihnen eine Freude machen können, dass die wissen, dass wir für sie da sind. Und es gibt auch immer wieder mal Anfragen, Anregungen, Probleme, die besprochen werden müssen, wie man was organisiert. Zum Beispiel seit einigen Monaten backen wir jeden Sonntag für die Bewohner einen Kuchen. Das will organisiert sein, dass er dann auch immer da ist. Und es ist nämlich für die Bewohner sehr wichtig, dass sie sonntags ihren Kuchen haben. Dann zum Beispiel die Gartenpflege muss organisiert werden. Wer übernimmt das Rasenmähen, die Blumenpflege? Wir überlegen uns, wie wir die Jahreszeiten gestalten können, dass wir eine entsprechende Dekoration haben, damit die Bewohner auch sehen, aha, jetzt ist Herbst, jetzt kommt bald die Weihnachtszeit, da organisiert dann ein Mitangehöriger den Baum, er wird dann von den Bewohnern und Angehörigen geschmückt. Ja, und Sie übernehmen ja auch, das gehört zu den Urgenen von Wohn- und Pflegegemeinschaften. Sie verwalten ja auch die Haushaltskasse. Für die Haushaltskasse haben wir einen Mitangehörigen und der leitet die, überwacht die. Und es ist ja auch so, wir müssen ja auch mal Anschaffungen machen. Es geht eine Waschmaschine kaputt, es geht ein Trockner kaputt. Das beraten wir dann untereinander. Wir holen Angebote ein.
weil das wird ja dann von der Haushaltskasse finanziert. Genau, insofern haben Sie auch auf die Innenausstattung und auf die Gartenanlage, das hat man jetzt in dem Film nicht gesehen, Sie haben die Gartenanlage bepflanzt und ich glaube, Sie kümmern sich auch um die Gartenanlage? Ja, wir haben dieses Jahr übernommen die Rasenpflege und die Blumenpflege. Das ist eine richtige Gemeinschaft geworden, also ja. Auch mit ganz schönem Engagement. Ich muss auch sagen, unsere Angehörigen, unsere ganze Gruppe, die sind sehr engagiert und es ist immer jeder da, wenn er gebraucht wird. Wir haben ja auch Herren dabei, die sich darum kümmern, wenn zum Beispiel mal ein Sonnenschirm kaputt geht, die dann kommen und schauen, ob sie es reparieren können. Und bis jetzt ist es auch meistens gelungen. Frau Pfannenbecker, Sie haben im Film gesagt, es ist ja nicht nur die eigene Mutter, die man da betreut, sondern man kriegt mit der Zeit auch so ein bisschen ein Gefühl für die anderen und das wächst zusammen. Und wenn man da hinkommt, dann tut man auch mal was für jemand anderes. Ja, Hat sich das so entwickelt, auch weiterhin, jetzt über die Monate hin? Ja, es hat sich sehr schön entwickelt. Also meine Mutter lebt ja jetzt seit 3 Jahren dort und ich arbeite seit 3 Jahren nicht mehr, bin in Altersteilzeit und habe eigentlich sehr viel Zeit verbracht in der WG, gemeinsame Spiele und dann hieß es schon, Frau Schneider, Ihre Tochter kommt wieder, die kommt heute mit dem Fahrrad, also man ist bekannt und genau das ist der Punkt, was jetzt in Corona-Zeiten wegfällt. Das ist, vorher war das so, ich habe meine Mutter besucht, aber ich habe auch 11 andere besucht. Und jetzt konzentrieren sich die Besuche ja sehr auf die eigenen Angehörigen. Und da fehlt so schon sehr viel an Dynamik. Aber wir versuchen, wie Frau Sauerwein das sagte, einfach über unsere WhatsApp-Gruppe, über kleine Videos, wenn mal jemand da ist, eine Aktion ist, die einstellt, so dass alle doch dann wieder dran teilnehmen können. Oder wir machen eine Bildercollage oder wir schicken kleine Päckchen, einfach so, dass einfach was da ist von den Angehörigen, was aufgenommen wird dann in der WG und alle wieder teilnehmen können, teilhaben können dann daran. Ja. Ja. Nun kann man sich ja auch im Pflegeheim engagieren und es gibt ja auch viele Menschen und Angehörige, die sich im Pflegeheim engagieren. Meine eigene Mutter zum Beispiel war nicht in so einer Einrichtung, sondern in einem Pflegeheim. Wir waren da auch dabei. Ich kann jetzt leider nicht sagen, dass die Atmosphäre so schön war und so familiär, wie es hier war. Aber was glauben Sie denn, was sich das da unterscheidet? Also was hat Sie denn dazu bewogen, sich eine Wohnpflegegemeinschaft auszusuchen und nicht ein Pflegeheim? Ja, ich kann vielleicht für mich da nochmal drauf antworten. Bei mir war es zunächst ein Pflegeheim mit ganz, ganz großen Bauchschmerzen und ich eigentlich per Zufall darauf kam, durch eine Information von der Frau Koch und mir das dann angeschaut habe und habe gedacht, ja, hier, das ist so der Punkt, da kann ich entscheiden, dass meine Mutter hier lebt. Hier kann sie sich wohlfühlen, hier kann sie sich noch einbringen mit dem, aber ich kann mich auch einbringen. Also es ist nicht dieses Gefühl, ich gebe sie in das Pflegeheim. Ich kann hier das Leben dort mitgestalten, ja, als Angehörige. Das ist der Unterschied. In einer größeren Einrichtung ist es vorgegeben, aber hier können wir diskutieren, sollen wir mal das machen oder wir machen die Aktion oder... Wir haben sehr viele Ausflüge organisiert, ohne das Betreuungspersonal, also nur Angehörige und haben uns einfach untereinander abgesprochen, wer heute nicht kann, der nimmt das nächste Mal halt meine Mama mit, ja, heute nehme ich deine mit. Solche Sachen, wir sind rausgegangen auf dem Weihnachtsmarkt, wir haben aktiv einfach auch am Leben in der Stadt teilgenommen mit den Bewohnern. Ja. Frau Sauerwein. Ja, was ich dazu noch sagen will, was uns bewogen hat, versorgt, wie jetzt ist sie etwas mehr pflegebedürftig, dann wird das auch gemacht. Es wird auf die Wünsche der Bewohner eingegangen. Es ist sehr viel mehr persönlich, enger verbunden. Es ist eine Gemeinschaft und die leben gerne zusammen. Die haben sich gut gefunden. Und da gehört auch das Personal, die Angehörigen dazu. Ja.
das schweißt so zusammen. Wie kommen Sie denn mit dem Personal aus? Super. Leider ist ja Frau Koch jetzt nicht da. Sie ist nicht da. Also ich habe zum Beispiel eine Pflegekraft, die mich dann mal abends um 7 anruft und sagt, Frau Pfannebecker, können Sie mal kurz runterkommen? Ja, ich wohne in der Nähe. Ich glaube, das wird Ihrer Mutter jetzt mal richtig gut tun. Die hat heute so einen Durchhänger. Ja, und dann fahre ich mal runter und dann bin ich kurz da, also in ihrem Zimmer. Also es ist, sind einfach kurze Wege der Kommunikation, auch wenn ich anrufe. Ich habe einfach so das Gefühl, ja, es ist jemand da, ein Ansprechpartner, ja, die sitzt gerade hier oder es heißt auch mal, ja, ist im Moment ungünstig, wir sind gerade am Spielen, ich glaube, da lässt sie sich nicht so gerne stören. Und das hat sie mir auch schon gesagt, ist was Wichtiges, wir spielen jetzt gerade, ja. Also dann merke ich, sie ist jetzt angekommen. Also das ist jetzt ihr Zuhause, sie freut sich, wenn ich komme, sie freut sich, wenn ich anrufe, aber das andere ist, ihre Gemeinschaft ist im Moment einfach wichtiger, ja. Und das sind, ja, denke ich, und ich habe auch die Rückmeldung einfach von unserem Hausarzt, der sie regelmäßig besucht, der einfach sagt, ja, dort finde ich immer einen Ansprechpartner, der weiß, was Sache ist mit dir. Ja? Also ich muss mich nicht rumfragen und das heißt nicht, ach nee, da, die Kollegin ist jetzt gerade nicht da. Es ist bekannt einfach, was jetzt im Moment da los ist. Wunderbar. Also in dem Film ist nicht so ganz klar geworden, wie das eigentlich aufgebaut ist. Das ist eine ambulante Wohngemeinschaft. Ihre Mutter oder die Bewohnerinnen dort haben einen ganz offiziellen Mietvertrag, wie man das auch vielleicht in seiner eigenen Wohnung kennt. Ja. Man darf sich den Pflegedienst aussuchen. Ja. Man kann da auch einen anderen Pflegedienst nehmen. Richtig. Haben nicht alle den gleichen. Ich glaube, jetzt haben Sie sich so... Wir haben uns quasi auf einen geeinigt, auf einen Pflegedienst, der eben dann den Vorteil hat, dass er 24 Stunden quasi vor Ort ist. Gut. Ja? Gut, also auch die Organisation und das gesamte Arrangement ist ganz anders, wie das zum Beispiel in einem Pflegeheim ist. Mhm. Herr Müller, nur noch mal zu Ihnen. Sie sind Pflegedirektor und Sie sind Pflegedirektor, Sie haben es ja vorhin gesagt, von einer verdammt großen Einrichtung, der Rheinhessen-Fachklinik. Das ist eine, im Wesentlichen eigentlich eine stationäre Einrichtung. Sie haben sich auf dieses Experiment eingelassen. Sie sind in dieser Wohnpflegegemeinschaft, übernehmen Sie die Pflege mit Ihrem ambulanten Pflegedienst. Sie übernehmen aber auch die Betreuung. Frau Koch ist die sogenannte Koordinatorin. Das müssen wir jetzt noch erklären. Nachdem sie nicht da ist, lassen wir es. Was hat Sie denn dazu bewogen, sowas zu machen? Es gibt eine lange Diskussion um Qualität in Wohnpflegegemeinschaften. Es gibt auch eine Fraktion, die sagt, durch die Kleinheit der Einrichtung ist es nicht gegeben, dass man spezielles Fachpersonal hat, zum Beispiel der gerontologischen Versorgung und so. Und es lohnt sich wirtschaftlich nicht, unsere Älteren in so kleinen Einheiten zu versorgen. Das ist viel zu teuer. Trotzdem haben Sie es gemacht. Rechnet es sich? Ist es qualitativ gut? Würden Sie es nochmal machen? Also die letzte Frage würde ich mal gerne sofort beantworten, wobei mir bei allen Fragen, Herr Pfundstein, die Sie gestellt haben, eine ganze Menge einfällt. Und da kann ich mit ganz großer Überzeugung sagen, ja, wir würden es sofort wieder tun und wir tun es auch sofort wieder, denn Rheinland-Pfalz ist groß und der Bedarf, wie Sie alle wissen, ist noch viel größer. Und deswegen glaube ich, dass wir hier beispielgebend sein können für eine solche Form. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen auf dem Markt. Das kann man so gar nicht sagen. Aber auch für uns als Träger hat sich diese Einrichtung bewährt. Und deswegen sind wir auch ermutigt, diesen Weg weiterzugehen. Sie haben das schön zum Ausdruck gebracht, als Sie gesagt haben, wir sind eine verdammt große Einrichtung. Und das stimmt. 1450 Menschen und haben das komplette Spektrum aller Versorgungsangebote in allen Abstufungen. Das heißt von vollstationär über teilstationär, das sind Tageskliniken, über Tagesstätten, bieten wir dem Grunde nach alles an und sind auch seit vielen, vielen Jahren genau sehr erfahren im Angebot all dieser verschiedenen, sage ich mal, Merkmale der Versorgung. Nichtsdestotrotz hatten wir den Eindruck, dass noch etwas fehlt, dass noch ein Baustein möglicherweise fehlen könnte, der für uns aber auch eine völlig neue Erfahrung ist. Also für dieses Angebot gibt es, mal mit der Sprache von Herrn Beuschel gesprochen, kein Drehbuch. Wir haben uns da auf etwas eingelassen, was ganz am Anfang noch sehr, sehr schwierig für uns zu fassen gewesen ist. In diesem Segment hatten wir noch gar keine Erfahrung mit so einer kleinen Einrichtung, die so kleinteilig ist,
und die auch, was die Kostenträger betrifft, so unglaublich vielfältig ist. Denn das ist ja genau die ganz große Herausforderung, eine kleine Einrichtung zu führen mit einem ganz großen Spektrum an Menschen, die da ihre Rolle suchen, um das auch nochmal in den Begriff eines Films zu gebrauchen. Denn wir hatten kein Drehbuch und jeder der Beteiligten musste seine Rolle in diesem Stück tatsächlich neu finden. Und das betrifft die Frau Koch, das betrifft die Angehörigen, das betrifft die Bewohner, das betrifft uns mit der Rolle des ambulanten Pflegedienstes, der, Sie haben es so schön gesagt, Frau Pfannebecker, 24 Stunden dort vor Ort ist und zwar sowohl mit Betreuungs- als auch mit Fachkräften. Auf der anderen Seite stellen wir aber auch die Hauswirtschaft, die Reinigung, aber alles mit Personen, die ausschließlich dort in dieser Wohnpflegegemeinschaft beschäftigt sind, damit am Ende des Tages genau das entsteht, was auch so wunderschön, glaube ich, in diesem Film transportiert wurde von Ihnen, Herr Beuschel, nämlich das Atmosphärische. Und das ist genau das, was wir gesucht haben. Es ist kein Angebot von der Stange, nein, es ist ein ganz genau zugeschnittenes Angebot, mit dem wir neue Erfahrungen sammeln. Und wo wir gesagt haben, das ergänzt nochmal in idealer Weise etwas, was für ältere Menschen, für Senioren, die alle an Demenz erkrankt sind, was ja dem Grunde nach auch unser Versorgungsauftrag ist, ein Angebot gestaltet, was dann in einer ganz kleinen Art und Weise diese familiären Zuschnitt bildet, damit diese Vertrautheit entsteht, in dem die Menschen, die Personen dort wohnen und leben können. Last but not least die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, die Sie gestellt haben. Selbstverständlich spielt die auch für uns eine große Rolle. Und da kann ich Ihnen sagen, es ist eine Gratwanderung, ganz klar. Also es ist kein Angebot, wo man schon von Anfang an wusste, dass man hier in einem sogenannten kostendeckenden Bereich unterwegs ist, sondern da mussten wir uns alle aufeinander zubewegen. Und das hat auch für die Angehörigen bedeutet, nochmal konfrontiert zu werden mit einer Zuzahlung, auch noch mit einer größeren. Das hat auch bedeutet, dass wir mit dem Kostenträger, der ja hier bei uns die Kreisverwaltung ist, auch nochmal sich wegen der Betreuungspauschale in Verbindung setzen musste. Dann mussten wir mit dem Eigentümer wegen der Miete sprechen. All diese Komponenten, all diese einzelnen Komponenten müssen in idealer Weise ergänzt feingetunt werden, damit unterm Strich das keine Einrichtung ist, wo wir Geld drauflegen müssen, denn das können wir nicht. Wir müssen an der Stelle auch kostendeckend arbeiten und ich kann Ihnen sagen, aus tiefster Überzeugung, ja, es ist möglich, das kann man. Genau. Sie sind auch nicht der Einzige, wir haben es auch schon an anderer Stelle hinbekommen. Gut, wir haben eine Filmpremiere und eine Filmpremiere ohne Regisseur. Ohne Schauspieler haben wir ja gehabt, Schauspieler haben wir hier ja auch aus diesem Film. Das wäre keine richtige Filmpremiere. Herr Beuchel, Sie sind der Regisseur und meine Achtung, Sie haben, glaube ich, die Atmosphäre in dieser Wohnpflegegemeinschaft richtig gut dargestellt. Und ich glaube, die Angehörigen können auch sagen, das ist jetzt nicht nur so getürkt, dass da mal einer mit der Kamera kommt, sondern das ist auch das, was da als Alltag ist. Sie haben eine Firma und diese Firma heißt Demenzfilm. Wie kommt man denn als Regisseur auf die Idee, eine Dokumentarfilmgesellschaft oder eine Dokumentarfilmfirma aufzumachen, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigt? Ich weiß, dass Sie nicht nur in Alzey tätig waren, sondern dass Sie auch schon Filme für die Alzheimer-Gesellschaft gemacht haben. Und wer ganz genau aufgepasst hat diese Woche, wir hatten ja schon zwei Veranstaltungen in dieser Woche, der wird auch festgestellt haben, dass Sie unseren Wohnpunktfilm, den wir am Mittwoch gezeigt haben, dass Sie den auch gedreht haben. Was ist Ihre Motivation, sich so zu spezialisieren? Ja, erstmal vielen Dank und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, in der WG die Möglichkeit zu haben, diesen Film zu drehen und wir arbeiten unsichtbar, um auch keinen Einfluss zu nehmen. Also das, was gezeigt wurde, ist passiert, als ob wir nicht da gewesen wären. Also sonst kann man ja sagen, die Bilder sind geschönt, machen wir nicht. Ja, das ist meinem eigenen beruflichen Werdegang geschuldet. Ich bin selbst Krankenpfleger und in der Ausbildung hatte ich mit Demenz nichts am Hut. Ich wusste nicht, was das ist und als ich dann mal im Altenheim gearbeitet habe, hat mich das überraschend aus der Bahn geworfen, weil ich gemerkt habe, ich weiß gar nichts darüber. Und als Filmmacher hatte ich schon immer den Drang, Dinge aufzuklären und möglichst vielen Menschen damit mit der Aufklärung zu helfen und habe dann begonnen, Filme über das Thema Demenz zu drehen, um Aufklärung zu betreiben und in dem Sinn Angst vor der Demenz zu nehmen,
mit Aufklärung ist man besser gewappnet und kann sich besser vorbereiten. Und was immer wieder deutlich wird, Demenz ist ein Teil unserer Gesellschaft und das darf nicht aus dem Fokus verloren werden. Ne? Sonst fallen die Menschen, die eigentlich die Hilfe am nötigsten haben, hinten runter. Ne? Und die brauchen ihren Platz in unserer Gesellschaft. Und je fester der in unserer Gesellschaft ist, umso besser lernen wir damit umzugehen, umso weniger Angst haben wir. Und umso besser lernen wir auch die Bedürfnisse der Menschen mit Demenz kennen und darum geht es, dass wir die bedürfnisgerecht ein Leben diesen Menschen ermöglichen. Also dass wir Strukturen schaffen, damit die Menschen mit ihren Einschränkungen ihr bestmögliches Leben leben können. Ne? Und ich halte für so ambulante betreute Wohngemeinschaften für eigentlich die adäquateste Form, weil sie auch gesagt haben, man kann selbst Einfluss nehmen als Angehöriger, man kann mitgestalten und es ist ja auch wieder sinngebend. Ne? Also man hat wieder auch als Angehöriger eine Aufgabe und kommt immer besser an das Thema rein. Und das ist so mein Anliegen, also alles, was in diesem Themenbereich sich bewegt, authentische Filme zu machen, so authentisch wie die Betroffenen selbst auch sind. Und ich betreue auch Menschen mit Demenz und berate Angehörige und ich liebe es einfach, weil Menschen mit Demenz sind authentisch. Und das ist, kann man durch nichts, ersetzen. Genau. Gut. Würden Sie Ihren Angehörigen empfehlen, sowas wahrzunehmen oder finden Sie, das Pflegeheim ist auch eine Alternative? Also ich habe mich schon angemeldet. Ah, gut. Ja. Also, ja. Ich habe gehört, also Sie haben gesagt, Sie beschäftigen sich auch mit den neuen Medien. Wir haben gerade Corona, das ist sehr, sehr schwierig, also nicht nur für die Wohnpflegegemeinschaften, natürlich auch für die Pflegeheime. Sie haben eine WhatsApp-Gruppe und ja. Vielleicht kann ich Ihnen eine freudige Ereignis mitbringen. Die Bundesregierung hat sich ja dazu entschlossen, die Digitalisierung in der Pflege vorwärts zu bringen. Und es gibt jetzt mehrere Forschungsprojekte. Und Frau Koch hat, und ich glaube, Herr Müller ist auch daran beteiligt, hat schon gemeint, man könnte sich ja mal an so einem Forschungsprojekt beteiligen. Sie sind übrigens auch an einem anderen Forschungsprojekt beteiligt, über Frau Mansmann. Und was fehlt denn vielleicht noch? Ich glaube, also bisher sind Sie in Ihrer WhatsApp-Gruppe die Angehörigen vernetzt. Richtig. Aber die Pflegenden, also die Professionellen, sind da noch nicht drin. Die bräuchten vielleicht auch einen eigenen Teil. Also ich glaube, es ist ja, leider ist ja Frau Koch nicht da, es ist ja eine Herausforderung, eine so große Gruppe, die ja aus, sagen wir mal, mindestens 12 Angehörigen besteht, plus 12 Bewohner, plus mindestens genauso vielen Mitarbeitern. So eine WG hat zwischen 8 und 10 Mitarbeitern, um die 24-Stunden-Pflege abzudecken. Das ist also eigentlich ein kleiner mittelständischer Betrieb, den man da bewältigen muss. Und da braucht man ja dann eigentlich auch Kontakte. Es ist ja nicht immer gut, dass alle mit allen reden. Also man sollte sich ja da auch an bestimmte Regeln halten. Richtig. Ja. Genau. Was würden Sie sich da noch wünschen vielleicht? Oder was könnte man da vielleicht noch machen? Also mittlerweile ist es so, dass wenn ich mit Frau Koch kommunizieren möchte, muss ich sie anrufen, ja, oder auch in der WG anrufen. Es wäre einfach der schnellere Weg, wenn ich das auch über eine Art WhatsApp machen könnte, wo ich dann halt auch die, ich weiß es nicht, ob das technisch möglich ist, einfach ja, den Einzelkontakt dann kurz ansprechen kann oder einfach mal kurz nachfragen kann. Die Betreuerin, die halt meiner Mama heute Morgen geholfen hat bei der Pflege, wenn da irgendwas ist, eine kurze Rückfrage einfach nur, ja. Mhm. Wenn es einfach so eine Plattform gäbe, wo man sich da so bewegen könnte. Mhm. Gut. Wäre sehr, also ich fände es sehr wünschenswert. Ja, ich finde die Idee auch nicht schlecht, weil man dann sehr viel schneller vielleicht mal an Informationen kommt oder vielleicht auch eine Mitteilung machen möchte, wenn irgendwas vorliegt, dass was organisiert werden muss, dass man direkt in die WG rein kann, weil wenn man jetzt zu einer Uhrzeit anruft, wo die gerade pflegen oder was richten, dann stört man auch, was verständlich ist. Keine schlechte Idee. Gut, ja. Herr Müller,
Was halten Sie davon? Mehr Digitalisierung in Pflegeeinrichtungen? Ja. Digitalisierung, Herr Pfundstein, das ist natürlich jetzt gerade während der Corona-Phase der große Turbo, der diese Krise mit sich gebracht hat. Vielleicht einer der ganz wenigen Aspekte, der uns nach vorne bringt, weil er uns einfach zwingt, bestimmte neue Medien einzusetzen, auf IT, auf Digitalisierung auch umzuschwenken. Und das ist, glaube ich, schon sehr stark und sehr gut beschrieben worden, worum es dabei geht, nämlich im Wesentlichen um Kommunikation. Und Kommunikation spielt in mehrerlei Hinsicht eine wichtige Rolle, denn wir haben es gehört, die Bewohner an einer bestimmten Stelle gehören natürlich auch zu einer gefährdeten Personengruppe. Auch unsere Angehörigen, die Angehörigen der Bewohner gehen sehr vernünftig, sehr sorgfältig mit diesem Thema um. Und da würde ich jetzt das Beispiel ansprechen, Bildtelefon, wo man die Möglichkeit hätte zu sagen, man kann über digitale Medien, über Bildtelefonie, über ein iPad beispielsweise, dann Kontakt aufnehmen und sieht zugleich das Gesicht. Ich will jetzt gar nicht diesen Bereich Telemedizin ansprechen, weil auch beispielsweise der Hausarzt von draußen die Gelegenheit haben könnte, über dann eine Kamera, über die modernen Kommunikationsmedien in Kontakt zu treten, sich einen Eindruck zu machen. Und mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Bausteinen haben wir schon an vielen Stellen gute Erfahrungen gemacht, dass das nämlich dann die Möglichkeit bietet, dass man das Gegenüber sehen kann, das Gesicht sehen kann, dass man sprechen kann, dass man hören kann, dass man mit der Kamera auch einen Schwenk machen kann, sich im Raum bewegen kann, Menschen hereinholen kann, aber auch den Menschen, die sich in der Einrichtung befinden. Wir haben gute Erfahrungen auch in den Bereichen gemacht, wo Leute zu Hause wohnen, jetzt bedroht sind von Isolation beispielsweise, weil sie nicht in einer Gemeinschaft leben, weil sie alleine leben müssen, dass man über diese Tools dann die Gelegenheit hat, auch nach außen in Kommunikation zu treten. Und das ist nur einer der Aspekte, der hier eine Rolle spielt, aber der jetzt natürlich nach vorne bewegt wird und den wir auch begrüßen und den wir auch unterstützen. Genau. Und man kann sich dann absprechen und zum Beispiel in so einer Gruppe auch das Besuchsverhalten oder so, dass man sagt, also kommst du jetzt oder kommt jemand anderes, wie ist das mit der Mutter? Und man greift nicht so sehr in den Alltag ein, wie das zum Beispiel das Telefon macht. Richtig, ja. Wir haben also gerade so zu Beginn der Corona-Krise also sich anmelden müssen. Also es war immer schwierig dann und so kann ich das sehr viel spontaner machen und es geht einfach auf einen kurzen Weg. Mhm. Ja. Gut, meine Damen und Herren, Frau Mahler hat ja den Chat für uns kontrolliert. Ich glaube aber, so wie ich das sehe, sie wollte mir das auch auf die neuen Medien schicken, hier auf eine WhatsApp-Gruppe, die wir auch unter anderem bei der LZG eingerichtet haben. Es sind, glaube ich, keine Fragen gekommen. Insofern darf ich mich verabschieden. Ich danke meinen Gesprächspartnerinnen und meinen Gesprächspartnern. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Bleiben Sie gesund. Ich glaube, es wird ein harter Winter und wir werden uns doch hoffentlich in dieser Sache oder in anderer Sache, Herr Müller, vielleicht bei einer Eröffnung einer anderen WG, in Nack zum Beispiel ist demnächst auch eine geplant, vielleicht auch wiedersehen. Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.
Thank you.